Hallo und willkommen zu unserer heutigen Aufnahmesession von einem 10 Jahre alten Spiel, von einem 10 Jahre alten Abenteuer-Piratenspiel, und zwar Windward. Das habe ich schon lange in meiner Bibliothek liegen. Wir haben ja in letzter Zeit öfter schon mal was Altes gespielt und einfach mal geguckt, wie es sich so spielt. Ja, und heute ist Windward dran. Und ich bin gespannt, wie das so ist. Also würde ich sagen, willkommen bei Windward. Und los geht's. So, wir müssen uns erstmal einen Namen geben. One-Eyed Ace. So. Das ist kein mehr schlechter Name, finde ich gerade. So, Kampagnennamen. Ja, machen wir ruhig World. So. Bei dem Spiel wird die Welt immer zufällig erstellt. Das heißt also, wir haben immer bei jeder Kampagne eine neue Welt. Für die Leute, die es interessiert, die es vielleicht auch mal spielen wollen oder kaufen wollen. Ihr habt also einen sehr hohen Wiederspieleffekt hier. Und mal gucken. So, Spielerschiffe erlauben. Spieler dürfen ihre eigenen Schiffe verwenden oder sind gezwungen, mit einem neuen zu beginnen. Option. Name. Night's Eye. Beschreibung. Die Asvelian bekannte Fraktion ist stolz auf ihre Flotte, natürlich auf ihren Willen und die Fähigkeiten, Feinde jederzeit überall angreifen zu können. Spezialisierung Combat. Handel, Aufträge. Ja. Oh, ruhig Kampf. Kugelhagel Volley. Zyterkugelhagel. So. Generell sind alle nicht feindlichen Regionen möglich, erobern ohne angrenzende Regionen möglich. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich sag mal ja. Benötigen 0 mal 50 Ansehen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich können wir hier noch die Farbe stimmen, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich finde den Löwen eigentlich auch nicht schlecht. Obwohl so ein Phönix. Hat ja auch was, ne? Wir sind ja Pegasus. Hat ja auch was. Ein Tiger hat auch was. WW für Windward, ein Drache. Jetzt kommen Muster. Ich glaube, wir nehmen den Feuervogel. Option 2. Verstehe ich jetzt nicht. Warum ist jetzt hier, was immer das heißt? Keine Ahnung. Fertig. So. Das kann man komischerweise nicht rausspielen. Je größer die Hausen, desto größer die Belohnung. Okay. Schaden im Kampf. Legt fest, wie viel Schaden im Kampf angerichtet wird. Ein niedriger Wert führt zu längeren Kämpfen. Ermöglicht aber auch eine längere Reaktionszeit. Ein höherer Wert führt zu schnellen Kämpfen bei allen. Bei denen allerdings jeder Fehler verteilte Konsequenz hat. Piratenwahrscheinlichkeit in welcher Region. Ich lasse das mal so. Permanent der Krieg. Wenn eingeschaltet, befinden sich die Fraktionen immer im Krieg? Nein. Gegenstandseigenschaften anpassen, wenn diese Option aktiviert ist, wenn die Eigenschaft von hochleveligen Gegenständen in niedrigen Regionen heruntergeschuft, um dem jeweiligen Herausforderungsgrad gerecht zu werden. Ich finde, das macht auch Sinn. Wir machen einfach jetzt mal so annehmen. Eine Fraktion wählen. Als Ei. Spielen.
Oh, One Night Ace. Naja, da ist mein Schiff. Und ich merke schon, meine Musik ist zu laut. So, ich glaube, das ist ganz okay. Also es läuft natürlich auf maximale Qualität. Ah, okay. Okay, man kann einfach hier durchfahren anscheinend. Sieht gerade so ein bisschen aus, als würde ich eigentlich drüber fahren. Okay, das Ding dreht ein bisschen auf der Stelle. Allzeit gute Fahrt. Ach, hallo Kapitän. Die Stadt wird mit Klick auf der Station oder ein Haus betreten. Je größer die Stadt, desto mehr hat sie zu bieten. Dann zu weit weg. Okay. Fracht. Man kann dann jetzt hier Fracht kaufen. Gegenstände. Ladung Schwarzpulver. Glocke Bronze Munition. Gisch, Baumholz, Rumpf. Schaut mal, es war ein Eis. Ja, hi. Tauchanzug. Zinnkanonen. So, Schaluppe. Früchte. Jan hat Obst angeboten. Jankova hat daran Interesse. Okay. Ist das Große? Sind nur. Ah, okay. Ich habe gar kein Geld. Wo sehe ich denn mein Geld? Da wahrscheinlich. Das heißt, ich kann logischerweise dann auch hier. Ja. Auch keine Kanonen kaufen oder so. Habe ich denn Kanonen oder bin ich jetzt komplett unbewaffnet? Wie komme ich dann an Geld? Na, wir fahren einfach mal los. Und bei den Fracks auch tauchen kann, nach Schätzen oder so? Was es denn auch Tauchanzug gab? Stadt. Da habe ich bekommen. Zwei irgendwas. Fracht. Aufträge. Torbenfuhr entdecken. Mehr. Auftragsdetail. Der städtische Kartograf versucht, eine vollständige Karte der Gegend zu erstellen. Ist sich aber nicht sicher, wo genau sich die Stadt Torbenfuhr befindet. Er bietet einen Belohn für diejenigen Kapitäne an, der bereit ist, für ihn zu entdecken. Was sagt der Kapitän? Möchtet ihr den Entdecker spielen? Bonus. Vernichte einen Feind auf deinen Weg. Bonus. Vermeide den Kampf auf deinem Weg. Klar. Passagiere für Jonkerover. Hey Kapitän, es gibt da eine ansehnliche Anzahl von Leuten, die eine Passage nach Jonkerover suchen. Sie sind auch bereit, ordentlich zu bezahlen. Sollen wir sie warten lassen? Bonus erbeutet etwas Interessantes aus einem Schiffswrack auf deinem Weg. Fahre erst eine Stadt an, um einen weiteren Auftrag anzunehmen. Okay. Ich weiß aber nicht mal, wo das ist. Oh. Und nochmal. Jonkerover und Jonnerport. Also, brauchen wir nicht nochmal zu lesen. Bonus, schließe vor dem Ende der Mission einen Handel mit mindestens 30% Gewinn ab.
Vernichte einen Feind auf den Weg, erfülle eine weitere Mission und schließe einen weiteren Handel in derselben Stadt ab. Der Laderaum ist voll. Okay, wir können also gar nicht mehr. Kann man denn hier irgendwie... Ah, da ist Torm-Dings da und das ist Yonko-Uwe. Ah, okay, verstehe. Also, let's go. Okay, anscheinend muss ich andersrum segeln, weil das hier eine Bucht ist. Das heißt, das sind alles Schiffe aus meinem gleichen, also die zur gleichen, wie soll ich sagen, Stall gehören? Lager? Partei? Vereinigung? Deswegen kriegen wir alle Informationen, was die entdecken, kriegen wir auch als Info. Okay. Und der Strich ist quasi unser Hinweis, wo wir langfahren müssen. Plus zwei Holz. Okay, warum auch immer. Da habt ihr aber ein Feindeschiff, One-Eyed Ace. Ja, danke. Nach Süden sagt sie, Diamanten sagt sie. Ja, man sagt. Ja, nur zwei Holz. Oh, da war aber viel Geld. Da ist sowas. Kupferkrone. So, Ladung in die Wehr aufnehmen. Euer Captain, ein Händler sucht händeringend nach einer Transportmöglichkeit, um seine Ware von der Wehr nach Trubenfuhr zu bekommen. Ein kreatives Geschäft, wenn uns diese Rundreise nicht zu sehr stört. Nur dann. Unter Aufwärts. Der Laderaum ist voll. Okay. Also ich habe Kanonen. Okay. Ah, okay, das ist die Fracht. Das ist das Lager, ich verstehe. Die Torbenfuhr, das ist wahrscheinlich... Also, wir sollen jetzt nach Yonkerowa oder nach Javer. Jever ist da. Yonko-Uwe ist da unten. Würde ich sagen, fahren wir jetzt als nächster Yonko-Uwe.
Minus und Drenos. Aufhaken kann man an. Okay, so komme ich jetzt. Das Einzige, was mich wundert, wenn ich noch Holz einsammle und achte. Entscheid, Kapitän, eine Stadt in der Nähe wurde verbraten eingenommen. Siehst du das? Zurückeroberst, wird dieser Sündenfuhr weitere Piratenschiffe aussenden. Welche Region Teresin? Finden sie und macht den Spuk ein Ende. Ein für alle Mal. Okay. Das war jetzt wo? Jetzt mal anhalten. Danke. Entscheid, da oben. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade einen Hohn habe. Das ist mein Problem. Ah, der schwarze Punkt ist demnach... Okay. Körpersegel. Was ist hier für Jahem? Ah, okay. Reis. Reis könnte ich kaufen. Also ich brauche eindeutig einen Zettel. Also Reis kostet 173. So, kaufe jetzt einfach mal. Der Laderaum ist voll. Also das Schiff ist eindeutig zu klein. So, ja. Ich muss nach Basir für Jaham. Das weiß ich aber noch nicht, wo ist. Henshire ist da ganz oben und Jeva. Hm, doch, der Jaham. Das ist halt die Stadt, Schlachtstadt gewesen. Ja, da können wir ja zurückfahren. Schiff. Thank you.
Easy going, oder? So. So, Passagiere Philippe-Burry. Da unten wieder. Okay. Ich muss ja das machen jetzt als erstes. Ist ja das erforderlich?
Kann ich den Laderaum irgendwie nachgucken? Oh, ich habe kein Holz mehr. Noch mal eine Ladung für hier haben. Holz, Rumpf 15. Panzerung, 10. Planetie 2. Okay. Aufgeweckte Mannschaft. Schaden 3. Panzerung 4. Okay. Das heißt, das sind Eigenschaften, die ich quasi ausstatten kann. Okay, verstehe ich. Das heißt, jetzt habe ich das Holz im Endeffekt gekauft. Stimmt das? Ja, das ist so. Okay, also wenn du Aufträge hast, kannst du halt nichts anderes machen. Ich verstehe. So, Entscheid einnehmen. Ladung. Wir wollen die Ladung mal abliefern, ne? Ja, ich würde sagen, an der Stelle, ich sehe gerade die Folge zu Ende gefunden. Man muss ja ehrlich sagen, die Kämpfe sind recht unspektakulär. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen lahm sogar. Ich hoffe, dass noch mehr kommt, wenn das ganze Spiel ist. Hm.
Dann weiß ich nicht, ob wir das noch lange spielen. Sag ich mal ganz ehrlich. Aha, in den Häfen also auch repariert. Mein Grafik ist das ja nicht schlecht, aber die Kämpfe sind relativ simpel bis jetzt. Dadurch, dass ich ja quasi meine eigenen Schiffe hier habe. Also ich quasi in meinem Gebiet da unterwegs bin. Das wird sicherlich, wenn ich in ein fremdes Gebiet unterwegs bin, anders. Aber jetzt momentan... Also 1998 kostet das nächste Schiff. Panzer 12. Ja, ist besser als das, was ich habe. So. Aber wie komme ich denn hier an diesen... an dem Holz? Das ist mir noch nicht klar. Spieler, Schnellreisekarte, Talente. Okay, 2 Punkte habe ich. Dafür können wir das gute Zeug immer aktiv. Zahllose Studien haben ohne jeden Zweifel ergeben, dass ein Becher von Grog bei Verbesserung der betriebbaren Wunde wirken kann. Wenn das Spielzeug all denkbaren Extras zwischen Ruder und Steuerart steigen, die Wendigkeit um 15%. So. Thank you.
Okay, mehr kann ich nicht reparieren, weil ich nicht genug Holz bei habe, offensichtlich. Oh. Gegenstände. Kritisch. 9 Schaden, 6. Für Yonkarova. So wie ich das sehe, habe ich jetzt meinen Rang quasi verloren, dadurch, dass ich gleich gesunken bin. Ich denke mal, wenn man keinen Rang hat, sollte einem das nicht passieren, vermute ich mal.
Aber ist auch ein bisschen blöd, dass man kein Holz dazu kaufen kann anscheinend. Das ergibt doch für mich nicht besonders viel Sinn. Die sind ja viel besser. Ein epischer Item war das schon. Okay. Haben wir zwei Combat-Missionen sozusagen? Ehrenshire und Enshire. Weil ich Enshire gar nicht finde. Kann ich? Oder ist das jetzt einmal. Ah, das ist anscheinend beides Ehrenshire. Naja, gut. Dann wollen wir mal im Angriff gehen. Kurve.
kein Holz. Trinken. Und die Nase putzen. Wenn man mir es gönnt. Frage ich mich. Ja, ich muss mal ein neues Tempo haben, sorry. Ich frage mich, ob ich jetzt, ob ich dafür Geld bezahlen muss oder ob die Reparatur umsonst ist. Also, ob das einfach der Hilfswert ist, der da aufsteigt oder was das genau ist. Ich verstehe einfach nicht, warum man nicht einfach Holz nachkaufen kann. Wo ist das Stadtsymbol? Da. Das sieht nicht so aus, als hätte ich... Rumpffarbe. Ne, bestimmt nicht. Panzerung 5. Oh, ist doch besser. Let's go. Schon wieder zurück, weil es ist das Schiff schon wieder kaputt. Ich finde das lustig, in der Beschreibung stand, dass alle die gleichen Umstände hier haben. Aha, Segelfarbe. Let's go. Aber ich habe doch eindeutig den Eindruck, dass die anderen ohne Probleme unterwegs immer reparieren können.
allzeit gute Fahrt. Oh, let's go. Wette, mir kommt so oder so wieder ein Schiff entgegen. Sag ich doch. Okay. Das ist der Kampf gegen eine Stadt. Ist das deren fucking Ernst? Das kann nur ein Witz sein, oder? Okay. Nein, das ist kein Witz. Okay, ich kann mir jetzt das größte Schiff leisten. Bigger is better, genau. Es gibt Gerüchte über einen selbstsüchtigen Piraten namens Bremeris, der die Gewässer um Anshire unsicher macht. Die Kaufleute waren dabei nicht untätig zusehen, zahlen für jemanden, der ihn zur Strecke bringt. Hört sich nach überflüssigem Rumsiegelei an, aber vielleicht... Ich bin doch hier in Endshire, oder? Ja, genau. Ich ende nochmal die Folge. Bis dahin. Tschüss. Alt, da kommt ein Angriff. Ja, aber eine andere Farbe, ne? Hallo und willkommen zurück. So, jetzt erneut. Ja. Jetzt haben wir mal einen anderen Missionstypus, aber ich denke, es läuft mehr oder weniger wieder auf selber aus. Da ist er.
So. Okay, hier. Oh, Sackgasse. Anscheinend habe ich Aufträge alle erfüllt. Das heißt, ich kann jetzt noch mal... Aber ich frage mich gerade, wenn ich das so oben auf die Weltkarte sehe, ist das die ganze Welt? Ist das die ganze Welt? Die Karte ist nicht größer als das? Das erscheint gerade ein bisschen so. Weil nach rechts ist ja noch offen. Das würde ich jetzt mal ausprobieren als nächstes. Panzerung 4. Panzerung 5. Ne, verkaufen wir. Oh, nur ein einzige M-Captain hier ist natürlich gestellt. Sie bittet uns, eine fittische Jagd nach Jaham zu bringen. Okay. Kann das sein? Eine Sekunde, das sind unsere eigenen Leute, die gerade gegen uns schießen. Okay. Wer the fuck ist Jaham? Okay, da. Sehr lustig. Mission, wo die meine eigenen Leute gegen mich sind. Macht ja auch so viel Sinn. Ich glaube, es ist einfacher drüber zu fahren, über die rumschwimmende Ware. Torbenfuhr. Wo ist Torbenfuhr nochmal? Da unten. Okay. Ja, irgendwie bleibt man ja dann doch dran, ne? Ich sag mir die ganze Zeit, kommt noch eine Mission. Das ist irgendwie komisch. Und ich gar nicht verstehe, warum. Was mich hier an dem Spiel überhaupt fesselt. Gerade weil, ja, viel tun kann man ja nicht. Und das, was man tun kann, ist relativ simpel gestrickt. Oh Gott. Irgendwie muss man ja bremsen. Warum nimmt er das nicht? Arschloch. Oh. Oh, ein versiegelter Brief. Untersuchen.
Folgt man dieser ausführlichen Bestellung, hat ein zwieliges Subjekt in Enschall riesigen Mengen Marmor aufgekauft. Einzige mögliche Erklärung in der Region soll in Kürze verknappt von Marmor zur Steigerung der Nachfrage erzeugt werden. Ein cleverer Geschäftsmann könnte dies den Behörden in Enschall anzeigen und damit wiederum einen Markt für Marmor überschwemmen. Okay. So, einen Piraten zur Strecke bringen. Wenn sich vorstellt, dass es davon einen zweiten Teil jetzt geben wird, ne? Da fragen sie sich ernsthaft, warum? Also wenn man diese zufälligen Güter nicht dazu kriegen würde, würde man ja eigentlich in Wirklichkeit überhaupt gar kein großartiges Geld verdienen. Ich meine, auch so durch die Aufträge. Haben wir für dich die Bäume da, die aussehen wie so ein Wapperding da. Die hier. Da im Norden ist auch die Karte zu Ende. Ich frage mich langsam, wo dieser Parat noch ist. Ich fahre ja hier im Kreis. Und die anderen haben ja auch keinen Gegner, ne? Ich meine... sich mal regnet. Ich komme gerade drauf, weil es zu düster wird. Ah, da ist er doch.
One more quest. Okay. Oh, viel besser. Schaden 2. Kritische 9. Nein. Muss ich denn hin damit? Na, Ehrenscheier. Das ist mir zu weit. Mach ich nicht. So. Drei Sterne habe ich wieder. Ich habe nicht das Gefühl, dass es weniger. Das schon. Weniger Piratenschiffe geworden sind, seitdem ich statt da oben wieder eingenommen habe. Wirklich nicht den Eindruck. Kaputt machen, du Jeck. Also ich habe auch das Gefühl, die Piratenschiffe sind deutlich schwächer. Also für das angeblich, also alle mehr oder weniger gleich werden hier in dem Spiel, nee. Kann ich so nicht bestätigen. Deutlich bei dem besser. Nee, tauschen wir nicht. Muss man eine Reise zusammen in einem betrunkenen Landtag zu einer sehenswürdigen Situation? Anscheinend wollte ich ein bisschen Seeluft schnuppern, auch gut, noch gut zu bezahlen. Aber es kommt noch besser. Ich möchte miterleben, wie einen Piraten versenken. Interesse? Ich kann natürlich anlehnen. Nehmen. So. Jetzt machen wir aber, bevor wir irgendwas noch anderes machen, will ich jetzt mal wissen, ob die Karte.
So. Ob die Karte hier zu Ende ist, das würde ich jetzt gern wissen. Oder ob es hier irgendwo hingeht. Es geht irgendwo hin. Und das wollte ich ja nur wissen. Also gut, das heißt, es geht wirklich dann hier noch in eine andere Landschaft rein. Würde ich sagen, wir erledigen die zwei Missionen, nehmen keine neue mehr an und fahren dann wirklich mal in das andere Landstück. Einfach nur zu sehen, was da ist. Ja, oh verdammt, wo ist der Eimer? Das frage ich mich auch sehr oft. Kreuzfahrt. Ja, weil in der Beschreibung stand auch, es wäre eine riesige Welt. Also muss ja noch ein bisschen mehr geben als das, was wir hier sind, ne? Logisch. Aber ich finde es komisch, dass es da keine Missionen gibt, die einen dann nach außen schicken. Aber vielleicht kommen die erst, wenn man außen etwas entdeckt hat. Man weiß es nicht genau. Tschüss. Ja, ich habe nur einen Stern weniger wie du, aber... Das kommt noch. Reiche Wedekaster. Oder Wäschekastel. Oder Wäschemacher. Deswegen hast du auch nur 3 Sterne, weil dich die Wellen krank machen. Zurück, wo wir kommen. Ich sag's ja nicht gerne, aber es fängt schon an, ein bisschen zu nerven. Aber jetzt sind tatsächlich keine Piraten mehr gekommen, ne? Ich sage ja, es ist ein bisschen merkwürdig, dass man bei dem Spiel irgendwie dran bleibt, obwohl es ja eigentlich die ganze Zeit dasselbe ist. Okay.
Dann hat sie gesagt, hahaha. Ja, hat sie. Okay. Rundfahrt erledigt. Dann fahren wir jetzt mal. Wirklich ganz spontan mal wieder aus der Karte raus. Und gucken mal, was da ist. Und was da passiert. Ob das irgendwie anders ist mit dem, was wir jetzt schon gesehen haben. Also ich suche Argumente gerade, das Spiel noch weiter zu spielen. Aber ich glaube, ich habe momentan das Gefühl, da wird so ein Special draus. Und ja, das wird es einfach gewesen sein. Also unverwundbar ist für sich zu behaupten, ist immer schlecht. Die Insel sieht schon mal genau gleich aus. Man kann ja auch nicht anladen und nix. Es gibt wirklich hier reichlich wenig zu tun. Außer, dass man irgendwo gegenfährt, weil man oben auf die Inselkarte guckt. Aber das ist so, ne? Wenn man Pirates gespielt hat, dann ist alles andere einfach. Ja. Uninteressant. Frauen, denkst du an die Anlagen wieder zu kontrollieren, dass sie abschaltet draußen, die Strom beläuft? Ja, 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 die ist ja auch automatisch angegangen. Ja, ja. Ah, mein Kopfhörer geht schon wieder kaputt. Ich fasse es nicht. Irgendwie ist hier ja nichts, kann das sein? Die Folge ist rein von der Länge her ist zu Ende, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt da nochmal eine neue Folge draus mache. Weil ich glaube wirklich, ich fahre jetzt nur noch hier ein bisschen durch die Gegend zu gucken, ob da noch irgendwas anderes ist in dem Spiel und dann brechen wir dieses Let's Play einfach ab. Weil, sorry, das ist langweilig. Also so ist man ich merke so richtig meine Motivation weiterzuspielen wird von Minute zu Minute geringer. Tschüss. Okay. Hier ist nichts. Gar nichts. Ah, eine Stadt. Purford. Dreizehn Panzerungen. 12 Panzerung, ja, das sieht doch gut aus. Und 7 Panzerung, 17 Panzerung. Macht nicht wirklich Sinn, ne?
Ich nehme jetzt auch keine Aufträge mehr an. Das sehe ich jetzt nicht wirklich in Sinn drin. Ich will jetzt wirklich nur noch wissen, ob hier irgendwas noch ist. Was anders ist wie woanders. Weil wenn nicht, dann brauchen wir das eigentlich nicht weiterzuspielen. Ah, da geht die Karte schon wieder weiter. Da ist der Herausforderungslevel hier schon mal eine Stufe höher. Also eigentlich deutlich höher sogar. Beobachtungsturm. Okay, was ist das denn? Tja, keine Ahnung, was das ist. Das ist zumindest mal was Neues. Ein Leuchtturm. Aha. Auch mal was Neues. Und man kann nichts damit machen. Oho, da ist also der Leuchtturm ist gerade eben eingenommen worden. Aha. Nicht so, als ob mich das jetzt großartig kümmert. Weil es hat ja gar keine Auswirkungen, ne? Oder wenn es eine Auswirkung hat, dann merke ich nicht, welches hat. Außer, dass halt mehr Piratenschiffe erscheinen. Die Welt ist wirklich ganz, ganz böse gesagt leer. Ne? Also hier ist ja nichts. Hier ist ja gar nichts. Ja, verlasse schon wieder die Region, okay. Forderungsstufe 6, also nochmal 3 Stufen höher. Das ist schon wieder die Region. Ne? Also man hat ja auch gar keine, nichts, womit man sich jetzt so zwischendurch beschäftigen kann, dass man sagt halt, oh ja, wir müssen jetzt zum Beispiel auf die Ernährung der Besatzung achten oder oh je, die sind jetzt krank geworden, jetzt muss ich dringend eine Stadt suchen oder oh je, ich muss einen Arzt finden oder oh, wir haben eine Schatzkarte, jetzt müssen wir einen Schatz finden. Hier passiert simpel gesagt gar nichts. Also das als RPG zu bezeichnen, ist eine Unverschämtheit. Ist einfach nur eine Unverschämtheit. Also das Spiel ist wirklich nur was für Leute, die einfach sagen so, ja, ich möchte so ein bisschen in der Ruhe ein bisschen dahin zückeln und ein bisschen total anspruchslos von A nach B fahren und zwischendurch mal vielleicht ein Kämpfchen, was dann auch ein bisschen Anspruch haben darf. Ja, dann, das würde mir auch noch gefallen. Ah, dann geht's auch.
Oh. Mir will anscheinend nichts von mir wissen. Der ist einfach weg. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich den Weg zurück jetzt überhaupt noch finden würde. Weil, gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Nee. Man hat immer nur eine Karte von dem Gebiet. Besiege Piratenüberfall, besiege alle Piraten, steht da unten als Auftrag. Ich schätze jetzt, glaube ich, wieder an eine Gebietsgrenze. Auch der Rand ist einfach nur gerade, ne? Also, klar, es ist randomized erstellt, gar keine Frage. Wir fahren jetzt mal querfeldein, um mal zu gucken, ob irgendetwas hier ist. Ich komme nicht wie ein Pirat vor, eher wie einer, der aus Hobby durch die Gegend zückelt. Ah, ein Schiff. Oh, der nimmt weniger. Ich nehme mehr Schaden als er. Ich glaube, jetzt bin ich im Vorteil. Oh ne, noch ein Kampf überlebe ich nicht. Da verpissen wir jetzt. Okay, komm, wir kriegen das hin. Jetzt scheint ja doch ein kleineres Schiff zu sein.
Naja. War ja zumindest mal kurz spannend jetzt. Ah ne, die Bucht habe ich noch nicht. Ja, muss ich doch noch was weiter Richtung Norden fahren. Wir gucken jetzt mal einfach, was auf der Karte noch so ist. Aha. Tja. Auch das, also, wie heißt das? Havarierte Frachter ist jetzt einfach mal. So einfach so aus dem Nichts auftaucht. Auch total sinnlos. Also, ist eben spawntet ihr ja genau da, wo ein Wrack ist. Das sehe ich ja noch als sinnvoll an. Aber hier ganz einfach so ganz. Auf der Karte. Warum? Ah, Holz. Oh, aber nicht viel. Ich denke mal, die Erhöhung des Schwierigkeitsgrades ist einfach so definiert, dass umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso weniger eigene Siedlungen hat man, wo man sich reparieren lassen kann. Oder umso weniger freundschaftliche Schiffe sind in dem Gebiet. Das heißt, umso mehr ist man auf sich allein gestellt. Und das ist der Schwierigkeitsgrad dann von dem Gebiet. Auch das ist... finde ich einfach zu wenig.
Oh, nee. Weil hier scheint ja wirklich gar nichts zu sein. Auf dieser Karte. Und man kann hier effektiv nichts tun. Außer braten. Ist versenken. Was ja effektiv auf Dauer einfach langweilig wird. Und wenn man nicht genug Holz hat, Holz kann man ja nicht kaufen. Also das kann man ja nur als Treibholz finden. Was ja auch sehr sinnlos ist. Okay, kein Kommentar. Ja, da fragt man sich ernsthaft, wer spielt sowas? Und offensichtlich viele, weil sonst gäbe es ja nicht einen zweiten Teil davon. Ah, scheißegal. Ich mach gleich eh aus. Ich sag's einfach so, wie es ist. Ich hab keine Lust mehr. Ich wollte jetzt nur noch gucken, ob hier irgendwas ist, doch auf der Karte. Aber wenn hier gar nichts ist. Und wie gesagt, selbst wenn ich jetzt eine fremde Stadt finden würde, wäre ja das Einzigste. Ich müsste dann einfach nur meine Position davor halten. Und würde die dann einnehmen. Und wahrscheinlich gibt es dann auch irgendwelche Städte, die dann auch noch irgendwelche Kanonen haben, die du vielleicht dann noch beschießen kannst. Ne? Aber das ist doch einfach vom Spielinhalt. Entschuldigung, aber das ist doch zu wenig. Wem hält das hier an der Stange auf Dauer? Ich meine, ja, okay, ich spiele das jetzt auch schon seit fast 2 Stunden. Aber einfach nur, um zu sehen, ob ich irgendwas verpasse. Weil ich einfach dieses Spiel nicht zu Unrecht verfluchen möchte. Aber hier ist nichts. Gar nichts. Du kannst hier nichts tun. Auch dass dann, wenn Holz fehlt, einfach nur erforderlich steht. Was soll das heißen, erforderlich? Das ist die letzte Insel, gehe ich von aus. Warum steht da nicht abgebrochen, Holz fehlt? Hier ist nichts. Hier ist nicht mal eine Siedlung. Hier ist gar nichts. Gar nichts. Hier ist nicht ein Mensch. Und du kannst hier nichts tun. Ja, nee. So, Leute. Nee, das war's von meiner Seite aus von dem Spiel. Ich danke euch allen da draußen fürs Zusehen. Tut mir leid, dass das jetzt hier so ein Reinfall ist. Aber das hat jetzt wirklich keinen Sinn, weiter zu spielen. Das ist eigentlich gar kein Spiel. Also muss ich so sagen, wie es ist. Also wenn man irgendwie sagt, so, ich habe jetzt Langeweile und ich möchte jetzt ohne Anspruch irgendwas spielen und einfach ein bisschen die Zeit rumkriegen, okay, bin ich dabei, kann ich nachvollziehen, dass man das spielt. Aber so jetzt, warum? Warum sollte man das spielen wollen? Mal ganz davon abgesehen, ne? Ich bin ja jetzt hier quasi auf einem fremden Landstück. Ich wüsste jetzt noch nicht mal wieder, wie ich jetzt auf einem beheimaten Landstück, also wo irgendwo eine Stadt ist, wo ich mich reparieren lassen kann, käme. Ja, und jetzt kommt direkt ein Pirat. Alles klar. Das ist wieder eine komplett neue Karte anscheinend. Keine Ahnung. Okay. Achso, beim Landwechsel wirst du automatisch repariert. Okay.
Also, ja, klar, jetzt hier ewige Flaute One Night. Ja, stimmt. Jetzt, ja, ich habe jetzt zwei gegnerische Schiffe. Ja, das ist hart. Aber mal ganz ehrlich, ich könnte jetzt einfach die Karte verlassen und mir wird ja nichts passieren. Das hätte ja absolut keine Folge für mich. Vielleicht verliere ich dann einen Stern oder was? Ich weiß es nicht. Nee, also Leute, es ist einfach zu wenig Spiel. Muss man einfach so sagen. Ich kann mir vorstellen, im Multiplayer gegen Freunde, gegen mehrere. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht Spaß machen könnte. Aber jetzt hier so, warum? Ich würde einfach mal sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Nächste Woche gibt's was Neues. Bis dahin. Tschüss.